Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel The Walking Dead No Man's Land. Ich habe es gestern schon gespielt gehabt bei einem 2-Stunden-Spiel und ja, da habe ich natürlich wieder meinen alten Account gefunden. Da hatte ich auch noch nie Probleme gehabt bei dem Spiel. Gott sei Dank. Gut, dann geht's jetzt mal los. Zuerst werden wir unsere Basis von den ganzen Zombies befreien, die uns angreifen wollen. Sind das alle? Oh, und schon eine Quest fertig. Verteidige sie mal die Basis. Problem ist, gestern hing ich hier fest an einer Stelle, kam ich nicht mehr weiter. Ich hoffe, das werde ich jetzt besser schaffen. Genau, ich wollte die hier ausbilden. Aufwerten, verbessern. 5 Waffen kann ich verbessern. Okay, die beim Paul nicht, das sind graue Gegenstände. Den kann ich auch wegschmeißen, zerlegen. Die wollte ich eigentlich verkaufen, Sally, aber ich kann die nicht verkaufen. Das würde ich gerne wechseln, aber der Jack, der kann nicht dieses Gerät tragen, also diese Nahkampfwaffe, deswegen ist das auch ein bisschen doof. Die behalte ich mal, vielleicht kriege ich noch einen anderen, obwohl ich kann gar keine Leute mehr aufnehmen. Ich bin voll. Kostenlos, kriege ich wenigstens Punkte. Sorry, ich kann ihn nicht aufnehmen, ich bin voll. Kein Platz mehr. Gut. Da bin ich jetzt erstmal eine Stunde an. Erweitern. Funkgerät brauche ich jetzt gerade nicht. Waffen verbessern habe ich gerade geschaut, das bringt bei mir irgendwie nichts. Das sind nur die beiden. Doch, den könnte ich verbessern. Ach, gestern war alles nur 5 Sekunden gewesen. Das war cool. Sally könnte ich noch verbessern. Gut, gut, gut. Und jetzt, wie gesagt, hier komme ich nicht mehr weiter. Da sind mir alles zu schwer geworden. Was ist denn hier noch? So, das und... Ja, gut. Also ich kann eigentlich nur noch Herausforderungen machen. Das sammeln. Ich könnte die Staffel weitermachen, oder habe ich die mit denen schon angefangen? Nee. Ah doch, den habe ich fertig mit der Staffel. Da habe ich den hier genommen. Da, den habe ich schon. Und das war's. Es geht halt bis Staffel Serie 9. Ja, 8. Gibt es glaube ich jetzt in 9 Serien schon von mittlerweile. Damals habe ich sie mir immer angeschaut, mittlerweile nicht mehr so. Schwierigkeit 4. Nur mit 2 Leuten kann ich rein, okay.
Ach, dann nehme ich doch lieber ein schlechtes denn hier. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Aber normal. Scheißen Dreck. Wie oft kann ich denn noch schießen? Noch einmal. Und da. Geht immer noch. Okay. Den kann ich nicht abschießen, aber die beiden, zumindest eine davon. Ein Sami. Jetzt wäre es ja eigentlich voll cool, den umzuhauen. Mit Daryl hier reinrennen. Daryl. Ah, schafft er nicht. Oder so. Wupp. Alle weg. Hinten sind noch vier, die brauchen wir ja nicht. Nice. Das war doch mal eine perfekte Runde. Eine goldene Kiste ist dabei. Wo ist die? Da ist sie. Kann ich es in einer Stunde wieder machen? Ja, dann. Warte mal, was ist denn hier mit? Mission Belohnung. Hier kriege ich Karten. Oder was heißt Karten hier? Diese Charakter. Wer ist denn die? Ich sag mal Charakterkarten. Charakterkarten. Alles mit Charakterkarten. Ich glaube, die gibt es auch nur einmal. Wenn man die hat, dann kriegt man danach nur noch Kisten. Rick und Glenn. Ah, er ist getarnt. Eine Runde lang. Jetzt nicht mehr? Schade. Kommen da jede Runde welche raus? Ey, da muss ich hier weg.
Oh. Da komm, wo muss ich denn hin? Da. Ah, wenn er irgendwas macht, dann ist er nicht mehr getarnt. Okay. Okay, das war knapp. Aber trotzdem zählt noch als perfekt. Eine goldene Kiste habe ich schon gefunden. Ah, hier machen wir den Trauch. Na, den brauchen wir nicht. Mission 2. Staffel 2, Mission 2. Die sind schon ein bisschen härter, schon Level 10. Warum ist die Mauer nicht kaputt? Geht die kaputt erst, wenn man das da macht? Verstehe das nicht. Warum ist der Zaun nicht kaputt? Thank you.
gleich ist er tot. Keine Ahnung, was ich hier falsch gemacht habe, aber irgendwie. Geht der Zaun nicht kaputt? Ach, jetzt. Man muss irgendwie einen bestimmten Weg überschreiten. Da war ich doch schon vorhin mit Clan gewesen. Boah, ich verstehe das nicht. Na, wie soll ich denn das jetzt noch schaffen? Wir haben sie, okay. Gut, gut. Los, verschwinden wir. Zack, rein und weg, fertig. Ach, perfekt. Beide fast tot, aber perfekt. Ah, fast voll. Gut. Machen wir mal diese Mission. Dann haben wir die zweite Staffel auch fertig. Erstmal ist hier Niedermähen. Angreifen. Der hat überlebt. Okay, die Mauer ist auf. Die Mauer. Der Zaun ist kaputt. Kann ich jetzt mal schnell durchflitzen. Und wenden.
Okay. So. Jetzt kommen die Zombies raus. Oder nicht? Und fertig. Kein perfekt, aber 2 Sterne. Weiter. Ja. Oh, noch eine Ausgabe. Oh, Ausgabe. Aufgabe haben wir. Ausrüstungsverbesserung. Haben wir noch einen Gange? Warte mal. Wie ging es denn hier nochmal zurück? Mission. Lager. Zombies hier? Sind immer welche hier. Ich habe 3 Missionen gespielt, 3 Zombies. Sanitäter. Sie wird geheilt. Gut. Ausrüstung muss ich beschleunigen. Das kostet 6 Gold. Ach komm, machen wir. Können wir jetzt schon mal das zerlegen? Fangen wir hier an. Den brauche ich nicht zu verbessern. Zerlegen. Grau wollen wir nicht haben. Wir wollen eigentlich nur blau oder Epic haben. Epic habe ich hier einmal. Wenn ich das verbessere, kann er es dann noch tragen, weil er selber Jakob. Das ist doch erst 6, oder nicht? Ah, 4. Ja, okay, dann kann er das tragen. Schauen wir nach. Eine mal erst hier. Das sieht doch schön aus. Okay, fertig und fertig. Und abholen. Meine Kiste ist fertig. Ja, die Dailies gehen immer sehr schnell hier. Ich finde das gut. Okay. Das kann ich, glaube ich, einfach verbessern. Ach, ich habe auf Google gedrückt, ja. Das sind Zombie. Hier ist nichts mehr. Überlebende. Kann ich leider nicht verbessern. Ach, ihn kann ich verbessern. Habe ich so scheiß Sachen an. Die möchte ich verkaufen. Aber es geht nicht. Wo habe ich denn die als Verteidiger eingesetzt? Wo geht denn das nochmal? Gebäude?
Ich bauen kann. Ich kann nichts bauen. Erst ab Stufe 5 wieder. Stufe 5. Achso, hier, die Stufe 5. Rad. Haus. Zerlegen. Die sind alle in Benutzung, die Sachen. Der ist gut, deswegen behalte ich den. Der ist gut. Ach, den kann ich eigentlich zerlegen. Ja. Überlebende habe ich hier. Also hier können sich die Sachen von anderen Spielern anziehen, kostet aber richtig viel Gold. Und ob man das jetzt ausgeben möchte oder nicht, das muss ja jeder selber entscheiden. Also ich nicht. Tja, dann. Aber mich interessiert es noch. Wie kann ich sie wegschmeißen? Sie ist pensioniert. Okay, die ist schon eigentlich besser wie die beiden. Sie hat 2 Sterne, die haben 1 Stern, aber die ist Level 4, macht daher viel weniger Schaden als die anderen. Boah, die braucht 120. Kriegt sie dann das nächste, war das nächste Stern, was man dann kriegt, oder? Probieren wir mal aus hier, Talent verbessern. Der hat das jetzt gekriegt. Ich weiß es nicht. Na dann, den kann ich nicht in den Krieg schicken zum Kampf. Aber seine Rüstung wird repariert oder erweitert. Ist ja auch egal. Oder ich schmeiß den an meinen Kerl einfach weg. Die Level 6er, aber die sind Level 6. Ach ja. Nichts umsonst. Schade. Ich glaube, das war's schon. Mehr kann ich nicht machen. Also ich könnte jetzt auch ein paar Mal hier so Mission und sowas machen, aber da ist noch ein Zombie. Warum läuft er draußen? Gleich läuft er durch die Wand, wetten. Da, jetzt rennt er durch die Wand. Wow, Magic. Habt ihr das gesehen? Da läuft er einfach so durch die Wand. Und der auch. Zack. Wenn da jetzt ein Zombie wäre.
Naja, was soll's. Shop. Ja, da war ein Zombie, oder? Nee. Ich bin der Anführer. Ich habe mich selber abgelöst als Anführer. Voll witzig. Das ist ja mein alter Account, Stufe 17. Ich bin ja jetzt Stufe 11. Wir schauen mal, was wir hier machen können. Gildenshop. Fangen wir da an. Einladen. Was ist das? Nein. Vorstellen. Oh, ich muss bezahlen. 26 Sterne, dann kommen Leute hier rein. Brauche ich nicht. Kaufen. Für 400 Gold. Meine Güte. Ach nee. Ranking. Das bin ich. Ich bin der Schlechteste. Stimmt. Gildenkrieg konnte ich da auch noch immer machen. Ich wurde in der Gilde aufgenommen. Vor 142 Tagen. Vor einem Tag und einer Stunde wurde ich zum Anführer befördert, weil die anderen alle inaktiv sind. Ranking Herausforderung. Da war das. Genau. Und hier ist auch sie drin, deswegen konnte ich sie nicht wegschmeißen. Guck mal, jetzt machen wir es einfach so. Ich nehme die, die ich sowieso nicht wegschmeißen kann. Oder könnte schon, aber nicht wegschmeißen möchte, weil das alles Helden sind. Mach jetzt einen Angriff. Und dann ist sie auch nicht mehr als Gildendingens drinne. Wow. Holy shit. Boah. Alter Verwalter. Das war ja mal richtig übel. Ich habe sogar noch ein Ding ins Freie, ne? Ja. Und da ist es. Hier sind die Meister und ist da der Beste drin. Oder vielleicht auch nicht. Ich gehe mal davon aus. Was natürlich auch nicht immer so ist. Wie man gerade gesehen hat. Okay, jetzt gehe ich wieder zurück in der Dingensbummens. Jetzt werden hier meine Helden geflaggt. Und ich gehe bei Überlebende rein. Die beiden sind ein Stern, die will ich eigentlich loswerden. Ach komm, ich kündige euch hier. Ihr könnt nach Hause gehen. Zack, ich brauche euch nicht. Obwohl, die sind so stark. Also Level 6 halt, ne? Hm.
Sind alle als Verteidiger eingesetzt oder was? Okay, okay, okay. Sie auch noch? Wow. Jeden, den ich kriege, den kann ich mich wegschmeißen. Ich verstehe das nicht. Nein. Maschinengewehr ist scheiße. Hat man ja gerade gesehen. Macht voll wenig Schaden. Da macht an sehr vielen Schaden, aber wenig Schaden. Nahkämpfer, Nahkämpfer. Mit Pfeil und Bogen ist gut. Mit Gewehr, weiß ich jetzt gar nicht, auch gut. Ja doch, die sind auch gut. Die sind eigentlich auch scheiße. Die können nur einen einzigen abschießen. Na egal. So, das war's mal für heute, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so lange gespielt. Es geht. Ich verlasse hier. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen. Wo bin ich denn hier gelandet? So. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.